Ja, Jens Klingmann, 70. Auflage, 24 Stunden Spa-Francorchamps. Einfach mal deine Eindrücke zu dieser Veranstaltung. Härtestes 24-Stunden-Rennen der Welt. Zumindest härtestes GT-Rennen der Welt. Über 60 Autos am Start, Werksteams, die besten GT-Fahrer der Welt. Das Nonplusultra ist hier vor Ort und dementsprechend erwarte ich ein gutes Rennen, ein sehr, sehr hartes Rennen. Dazu kommt noch hier die Hitze und auch die natürlich sehr anspruchsvolle Strecke in Spa, die auf Mensch und Maschine geht. Und ist eines der prestigeträchtigsten 24-Stunden-Rennen dieser Welt und gerade Superpool gewesen. Morgen ist Rennstart und ich glaube, wir können es kaum erwarten. Du hast gerade gesagt, härteste Rennen der Welt. Sagt man das nicht auch beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring? Ja, das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ist bestimmt auch eines der härtesten der Welt. Es ist eine andere Herangehensweise, finde ich. Die Strecke ist ganz anders. Man hat hier nur GT3-Autos am Start und am Nürburgring ist natürlich auch die Herausforderung mit den kleineren Fahrzeugen und auch viel, viel mehr Überrundungen. Und dadurch, dass halt ihr nur GT3-Fahrzeuge am Start sind, ist es nochmal eine ganz, ganz andere Herausforderung. Hier ist jede Runde pures Qualifying, 1000%. Und im Vergleich zum Nürburgring, wo man teilweise doch schon ein bisschen Sicherheitsabstand hat, ist zwar auch ein Sprintrennen, aber ja, ich finde, man kann es nicht vergleichen und sollte es auch nicht vergleichen, weil es sind zwei wunderbare Rennen und haben beide ihren Charme und beide ihre Reize und auch beide ihre Herausforderungen. Wenn wir wieder aufs Spa zurückkommen, Superpole, du hast eben angesprochen, gerade eben über die Bühne gegangen, Platz 15 für euch. Der Nick Katzberg ist die Runde gefahren. Du konntest schon, denke ich mal, mit ihm sprechen. Wie ist ihm ergangen über die zwei Runden? Ich glaube, es ist ein guter Gang. Hatten vorhin nochmal Warm-up und konnten dann nochmal das Qualifying-Setup gegenfahren. War dann leider rote Flagge und konnten den zweiten Schuss leider nicht mehr machen. Aber es ging für alle gleich, deshalb war es eigentlich in Ordnung. Platz 15 ist, denke ich, für unser Auto momentan das Maximum, das einfach drin ist. Audi ist unfassbar schnell. Und der erste Audi ist, glaube ich, mit knapp einer halben Sekunde auf Pole. Ich denke, wir sind immer ganz gut über die Distanz. 24-Stunden-Rennen wird Gott sei Dank nicht im Qualifying entschieden. Und wir haben auch gestern gesehen, sobald die Temperaturen ein bisschen kühler sind, dann kommen unsere Stärken wieder mehr zum Vorschein. Und eventuell regnet es sogar morgen früh zum Start. Und wird spannend, wird hart, aber ich glaube, wir sind in einer guten Ausgangsposition. Das heißt, Zielsetzung für euch. Rowe hat ja auch schon mal hier die ein oder anderen Erfolge gefeiert in Spa. Genau, man sieht da hinter uns schon den 2016 Gesamtsieg, damals auch mit dem Alex Sims. Der Nick hat auch schon gewonnen hier vor 3 oder 4 Jahren mit dem Z4 damals noch. Also gute Teamkollegen und auch von BMW Motorsportseiten und von Rowe ist natürlich die Herangehensweise Gesamtsieg. Es werden zwischendurch auch Punkte verteilt nach jeweils 6 Stunden, 6, 12, 18, 24, was für uns eher sekundär ist oder ehrlich gesagt gar kein Augenmerk drauf gelegt wurde. Wir wollen eine Runde führen und das ist die allerletzte und das ist auf die, wo es drauf ankommt. Dabei drücken wir euch die Daumen, danken dir für die ersten Eindrücke zum Wochenende und viel Erfolg fürs Rennen. Danke euch, danke.